Im Sommer wird es unter dem neuen Bayern-Boss Max Eberl den maximalen Umbruch geben. Eigentlich sollte das Trainingsgelände der Bayern für 100 Millionen Euro umgebaut werden. Diesen Ausbau hat man jetzt gestoppt, um das Geld in Transfers zu stecken. Aber welche Megatransfers plant jetzt der neue Bayern-Boss Max Eberl? Wir schauen uns da einige Namen jetzt an. Zudem könnte Joshua Zirkse auch seine Rückkehr zum FC Bayern München feiern. Karl-Heinz Rummenigge hat sich jetzt genau zu solch einer Rückkehr geäußert. Das und mehr jetzt hier in diesem Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo, denn nur 20% der Zuschauer haben diesen Kanal noch abonniert. Ja, die Bayern, sie haben jetzt tatsächlich die Umbaumaßnahmen an der Säbener Straße, die eigentlich geplant waren für diesen Sommer, komplett gestoppt. Sie wollen mehr finanziellen Spielraum für Transfers haben. Die Sportbild berichtet es. Eigentlich wollte man 100 Millionen Euro tatsächlich in die Säbener Straße, ins Trainingsgelände stecken. Nein, jetzt soll das Geld in den Kader reingesteckt werden. Man möchte alle möglichen wirtschaftlichen Ressourcen jetzt in das Team stecken. Maßgeblich wird da natürlich einer für verantwortlich sein, nämlich Max Eberl. Max Eberl, der neue Sportvorstand des FC Bayern Münchens, er muss zum einen natürlich einen Trainer suchen. Da gibt es jetzt zum Beispiel verschiedene Gespräche, die da stattgefunden haben, unter anderem mit Xabi Alonso. Da habe ich euch gestern drüber berichtet. Aber natürlich gibt es auch noch mit beispielsweise Roberto Di Zerbi eine Alternative oder auch einen Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart. Sollte man dann einen Trainer gefunden haben, dann gibt es auf jeden Fall einige Transfers zu tun. Und jetzt soll Christoph Freund und auch Max Eberl in Zusammenarbeit erste Ideen jetzt tatsächlich über mögliche Transfers zusammengestellt haben. Es sind genau drei Positionen, die hier abgedeckt werden. Einmal die Außenverteidigung, einmal die Innenverteidigung und einmal das zentrale Mittelfeld. Bei den Außenverteidigerpositionen, da gibt es natürlich zum einen den Namen, den wir schon alle kennen, Theo Hernandez. Er ist auch einer der heißesten Namen. Er wird am heißesten mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Über ihn haben wir schon sehr, sehr viel gesprochen. Marktwert bei ca. 55 Millionen Euro, das ist doch wohl das Allermindeste, was man hinlegen müsste für ihn. Wahrscheinlich eher 60 bis 70 Millionen Euro. Das wäre schon ein extrem, extrem teurer Transfer. Es gibt natürlich auch noch weitere Transfers, die hier aktuell mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht werden. Einer ist von Bayer 04 Leverkusen, Jeremy Frimpong. Er ist Rechtsverteidiger bei Leverkusen, 23 Jahre alt, genauso jung wie Alphonso Davies im Endeffekt. Und er zeigt natürlich aktuell, was er hier drauf hat. Richtig, richtig gute Werte. In der Bundesliga 23 Spiele, 8 Tore, 7 Vorlagen. Das ist überragend für einen Außenverteidiger. Bringt eigentlich genau das mit, was auch noch ein Alphonso Davies hat. Extrem schnell, nicht ganz so groß, aber wie gesagt, erst im letzten Dezember 23 geworden. Er ist noch blutjung, hat noch eine große, große Zukunft vor sich. Marktwert 50 Millionen Euro, hat aber eine Ausstiegsklausel wohl in seinem Vertrag von 40 Millionen Euro drinne stehen. Wäre dementsprechend relativ günstig zu haben. Deswegen auch ein Name, mit dem sich die Bayern-Bosse hier definitiv beschäftigen. Sollte das aber nichts werden, gibt es auch noch einen 22-jährigen Spanier von Girona, Miguel Gutierrez. Mit denen sollen sich auch die Bayern beschäftigen. Er soll auf den Zettel der Bayern stehen. Er spielt auch eine sehr, sehr gute Saison aktuell. Girona, die sind ja sowieso sein Team in einer sehr, sehr guten Lage. Und er hat einen Marktwert von gerade mal 20 Millionen Euro. Macht ja aber jedes Spiel in der La Liga ein Tor, 4 Vorlagen und wie gesagt, ist maßgeblich daran beteiligt, dass Girona gerade richtig gut dasteht. Ihn würde man wohl auch als Alternative ins Auge fassen, sollte eben tatsächlich es nichts mit Theo Hernandez werden, weil das ist immer noch die Option Nummer A. Aber zum Beispiel Jeremy Frimpong, der ist ja Rechtsverteidiger, den könnte man tatsächlich trotzdem holen, weil man in ihm doch einiges mehr sieht als in beispielsweise einem Nasser Masraoui. Da ist auch noch nicht so ganz klar, ob der eine große Zukunft beim FC Bayern München haben wird. Das also die drei Namen, die hier auf der Außenverteidigerposition genannt werden. In der Innenverteidigung, da gibt es zwei Namen. Ein Name, mit dem haben wir uns schon öfter mal beschäftigt, Jonathan Tah. Natürlich ein absoluter Top-Innenverteidiger, für mich auch vermutlich der Innenverteidiger, der bei der diesjährigen EM Deutschland vertreten wird, zeigt aktuell eine richtig, richtig gute Saison mit 28 Jahren. Natürlich eigentlich für einen Innenverteidiger auch noch im besten fußballerischen Alter, noch nicht so alt, noch gar nichts und er ist in diesem Sommer für eine Aufstiegsklausel von, ich glaube, 17 bis 20 Millionen Euro zu haben. Das macht das Ganze natürlich extrem attraktiv und er ist vielleicht dieser Leader, den man unbedingt sucht bei den Bayern. Man braucht einen neuen Leader in der Innenverteidigung. Da gibt es ja auch immer wieder Gerüchte. Dayot Upamecano ist auch so ein Wackelkandidat bei den Bayern. Und da könnte hier Jonathan Tah tatsächlich eine gute Alternative sein. Und für die Summe, das ist schon echt ein Deal, den kann sich eigentlich fast kein anderer Club entgehen lassen. Also wenn die Bayern nicht diese Ausstiegsklausel ziehen, dann wird es vermutlich irgendein anderer größerer Club tun. Frag dich natürlich, hat Jonathan Tah Bock auf den FC Bayern München? Bei ihm gab es immer mal Gerüchte, dass eigentlich die Premier League sein Wunschziel ist. Chelsea war da in der Vergangenheit mal an ihm interessiert. Mal schauen,
schauen, was da jetzt noch bis zum Sommer so geht. Ich bin sehr gespannt, was sagt ihr zu Jonathan Tah und dem FC Bayern München. Sollte es mit ihm nichts werden, dann hat man aber auch eine jüngere Alternative wohl im Blick. Und das ist Antonio Silva, ein 20-jähriger Innenverteidiger von Benfica Lissabon, also ein echter Jungspund. Und ja, da hätte man natürlich einen zukunftsträchtigen Innenverteidiger. Er hat auch jetzt schon einen Marktwert von 45 Millionen Euro. Der Marktwert, der ist auch tatsächlich schon seit letztem Jahr eigentlich so hoch und ist auch ein Spieler, der komplett aus der Benfica-Jugend mittlerweile hochgezogen wurde. Also hat seine ganze Karriere dort gespielt, ist Baujahr 2003. Das ist irre. 20 Jahre alt, 1,87 groß, zeigt da aktuell sehr, sehr gute Leistungen. Guckt man sich mal so die Liga Portugal so an. 24 mögliche Spiele, 22 gemacht, 2 Tore. Also er ist da schon ein absoluter Stammspieler und das mit 20 Jahren in der Innenverteidigung bringt sehr, sehr viel mit. Aber die Bayern müssten hier wahrscheinlich tief in die Tasche greifen, um eben diesen Spieler zu holen. Auch Paris Saint-Germain soll an ihm dran sein, aber die Bayern könnten ihm dann vermutlich doch eine größere Perspektive bieten. Er ist natürlich nicht dieser klassische Leader, aber er steht auf der Liste eben von Max Eberl. Ich wollte euch den Namen nicht vorenthalten, deswegen hier der Spieler. Aber wie gesagt, ich glaube eher, sie werden einen echten Leader für die Innenverteidigung holen und das ist eben kein 20-jähriges Talent. Außer man sagt, nee, man vertraut jetzt doch möglicherweise einem Matthijs de Ligt. Er hat es ja ganz gut gemacht gegen Lazio. Von daher wäre das natürlich auch noch eine Option. Kommt auch viel auf den neuen Trainer an. Und dann gehen wir nochmal ins zentrale Mittelfeld. Da gibt es verrückterweise einen Namen von Gladbach, also auf einem Eckschützling von Max Eberl und das ist Manu Kone. Der wurde auch schon mal in der Vergangenheit mit den Bayern in Verbindung gebracht. Der 22-jährige Franzose ist zentraler Mittelfeldspieler, ist aber auch kein klassischer Holding Six, hat einen Marktwert von 35 Millionen Euro. Wie gesagt, die Bayern waren auch mal im letzten Jahr an ihm interessiert, aber das wurde nichts, dass er auf jeden Fall Gladbach verlässt. Das steht wohl relativ fest, aber ich persönlich glaube tatsächlich nicht an einen Bayern-Transfer. Also macht für mich wenig Sinn, so einen Spieler wie ihn zu holen. Da macht für mich der nächste Kandidat doch schon deutlich mehr Sinn. Das ist Tchouaméni. Er steht auch auf der Liste von Max Eberl. Dementsprechend macht das jetzt hier vielleicht alles bald Sinn bei den Bayern. Er ist in diesem Jahr 25 Jahre alt geworden, ist im besten fußballerischen Alter noch ziemlich jung eigentlich für einen zentralen Mittelfeldspieler. Gilt ja als Spielerformat wie Busquets, also ein tiefstehender, aufbauender Mittelfeldspieler und man muss einfach sagen, absoluter Stammspieler bei Real Sociedad und hat auch hier Champions League Erfahrungen gesammelt. Man hat zwar gestern gegen Paris Saint-Germain auf die Kappe gekriegt, passiert, aber trotzdem finde ich, ist das auf jeden Fall ein Spieler, der auf jeden Fall die Qualitäten hat, die es mit sich bringt, um beim FC Bayern München zu spielen. Marktwert 50 Millionen Euro. Auch das wird kein günstiger Transfer, das ist ganz klar. Aber meiner Meinung nach ein Spieler, der auf jeden Fall die Klasse hätte, um im Mittelfeld der Bayern eine neue Ära einzuläuten. Und er ist halt auch so eine richtige Holding Six, wie wir das eben anscheinend auch ganz dringend brauchen, weil die Holding Six soll die Priorität Nummer 1 bei den Bayern sein. Aber könnte auch ein Spieler noch hinter tatsächlich Harry Kane kommen? Da wurde ja auch unter anderem Serhou Guirassy immer mal wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht. Jetzt hat aber Karl-Heinz Rummenigge auch über eine potenzielle Rückkehr von Joshua Zirkse gesprochen. Demnach hat er auf jeden Fall eine Rückkehr mal nicht ausgeschlossen. Zirkse, der überzeugt aktuell in der Serie A. Er ist im Sommer 2022, vor anderthalb Jahren, von Bayern zum FC Bologna gewechselt. Bislang kam er 26 Mal in der Serie A zum Einsatz. 10 Tore, 4 Vorlagen. Das ist eigentlich ganz in Ordnung für einen 22-jährigen Stürmer. Und die Bayern, sie haben tatsächlich eine Rückkaufklausel. Es gibt wohl eine Rückkaufsklausel roundabout zwischen 20 und 25 Millionen Euro. So berichten es zumindest mal deutsche Medien. Und die könnten die Bayern wohl jederzeit ziehen. Ansonsten sollte er wechseln, dann würde man wohl 50% Weiterverkaufsbeteiligung im Vertrag mit drinne stehen haben. So unbedingt eigentlich ganz gute Bedingungen für den FC Bayern München. Wie gesagt, Karl-Heinz Rummenigge sprach ganz offen darüber. Ja, vielleicht aktivieren wir diese Klausel im Sommer. Das wird eine Überlegung, die bis zum Sommer dann ansteht. Damit wird sich Max Eberl wohl auch beschäftigen. Und Joshua Zirkse für solch eine Summe zurückholen, wäre bestimmt eine Idee wert. Die Frage ist, ob sich der 22-Jährige hinter Harry Kane auf die Bank setzen will. Das vermute ich nämlich ist eher so das Problem. Das soll ja auch das Problem bei Guirassy sein. Und da ist natürlich vielleicht ein Transfer zu Manchester United, weil die sollen auch unter anderem an den dran sein für 60 Millionen Euro, wo die Bayern 30 Millionen Euro kriegen könnten, wäre dann vielleicht doch die sinnvollere Alternative. Rummenigge hat bestätigt, es gibt diese Klausel und man denkt bei den Bayern wohl drüber nach, diese zu ziehen. Das wäre dann quasi ein weiterer Transfer für den Sommer. Was sagt ihr? Die ganzen Namen, die heute gefallen sind, wen würdet ihr wohl gerne bei den Bayern sehen? Eure Meinung, wie immer, in die Kommentare. Das war's von mir. Bis dahin, Leute. Ciao.